Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Ja, Leute, es wird wieder was Neues geben. Zum Glück mal diesmal, meiner Meinung nach, was Positives. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und zwar ist das hier, mal gucken, ob ich das Richtige. So. Also, hier, das Campfire kommt zurück. Foraged Campfire. Bedeutet also, es gibt ja überall auf der Map. Habe ich mich sowieso die ganze Zeit schon gefragt, warum sie es noch nicht gemacht haben. Gibt ja überall auf der Map irgendwo diese Campfire, ja, und ihr könnt die dann wohl mit dem nächsten Update, hoffentlich sollte das der Fall sein, könnt ihr die dann auch entzünden und euch dann quasi an jedem Campfire auf der Map hochheilen. Wird also interessant werden oder wichtig werden zu wissen, auswendig zu wissen, wo gibt es die nächsten Kämpfer, ja? Wahrscheinlich kloppt man sich dann darum. So, also, dann habt ihr eigentlich schon von eurem Prisoner die zweite Stufe freigeschaltet? Werde ich dann auch nochmal ein Video dazu machen. Jetzt heute nicht, aber ich schätze mal, morgen wird es dann eins dazu geben. Ich finde dann, der sieht mega geil aus später. Ja, jetzt gehen wir mal rein in den heutigen Item Shop und gucken mal, was da ist. Der Firewalker oder Feuerläufer, wie er in Deutsch heißt. Er sieht relativ nice aus. Ein bisschen crazy. Bisschen abgespaced, würde ich sagen. Das Ding hier. Ja, was geben wir dem denn? Das sieht schon irgendwie crazy aus. Ne? Kriegt von mir 7, 8, 7 von 5. So. Der Firewalker, es gibt sogar schon eine Bewertung dafür. 5 von 5 bei einem Vote aktuell. Klar, ich meine, das Ding ist jetzt erst rausgekommen. So, und dann haben wir hier die Outburst oder auf Deutsch auch der Zornesschlag. Und die sieht natürlich schon geil aus, ne? Aber die sieht schon mal ziemlich fett aus. Das Ding kriegt von mir 10 von 10. Muss ich echt sagen. Ich finde, die sieht nice aus irgendwo. 3,67 von 5 bei 3 Votes. So. Ja, dann haben wir hier das Rocket Rodeo. Finde ich mega cool, muss ich sagen. Und Rocket Rodeo kriegt von mir auch 10 von 10. Ich finde es echt geil, das Ding. Hier haben wir 4,22 von 5 bei 9 Votes. Haben wir die Dragon Axe. Kriegt von mir 8 von 10, die Dragon Axe. Und da haben wir aktuell 3,46 von 5 bei 13 Votes. Scarlet Defender. Ui. Scarlet Defender kriegt von mir 6 von 10. Und Scarlet Defender hat hier 3,9 von 5 bei 31 Votes. Der Sash Sergeant, den finde ich nicht wirklich so toll. Der kriegt von mir 3 von 10. Warum blinkt denn dem seine Gürtelschnalle so? 3 von 10. Sash Sergeant. Und hier haben wir 3,33 von 5. Okay. Irgendwie habe ich es, glaube ich, nicht weggeklickt. Genau. So, dann haben wir Golden Clouds. Müssen wir mal schauen. Das Einzige, wo es geht, ist bei dem Auto, beim Fahrzeug, aber ansonsten finde ich, sieht das echt grausam aus. Und selbst da, also von mir kriegt das Ding nur 2 von 10. Ich finde, das sieht echt scheiße aus. Golden Clouds. So. 3 von 5 bei einem Vote.
Aber Jubilation. 8 von 10 für Jubilation. Da haben wir hier 4,55 von 5 bei 11 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es mal rein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir gleich. Auf einmal macht's gut. Bis dann und tschüss.